jeder Stuntman oder Stuntfrau will eigentlich so James Bond auf dem Resümee haben. Das ist der Actionfilm, den jeder Mensch kennt. Und dass ich das nochmal mitnehmen durfte als Hauptdouble von der Hauptdarstellerin und 8 Monate diesen Film gedreht habe, war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und es ist Geschichte für mich, die ich mitmachen durfte. Hallo, mein Name ist Marie Murum, ich bin 29 Jahre alt und ich arbeite hauptberuflich als Stuntfrau und habe verschiedenste Filme gedreht, auf der ganzen Welt verteilt, wie zum Beispiel Black Panther, Avengers Infinity War, Avengers Endgame, der neueste James Bond. Dieser James Bond-Film beweist, dass Frauen eben genauso Actionhelden sein können wie 007. In meinem Beruf ist es sehr, sehr wichtig, körperlich fit zu bleiben, schnell zu lernen, spontan zu sein. Und meistens bin ich auch sehr angriffslustig. Also alles war hardcore und das beim ersten Job. Und dann habe ich gedacht, okay, tolle Erfahrung, vielen Dank, aber das ist nichts für mich. Habe ich dann auch gedacht. Aber dann kam schon der zweite Job und es war dann Halle Berry zu dubeln. Und das war meine Lieblingsschauspielerin damals. Es war eine lange Reise, dahin zu kommen, wo ich jetzt gerade bin. Es ist mit vielen Höhen und Tiefen verbunden. Für meine Mutter war es immer wichtig, dass wir uns verteidigen können, ich und mein Bruder. Weil wir in Ostberlin, in Berlin-Friedrichshain groß geworden sind, zu einer Zeit, wo es schon relativ gefährlich war für uns schwarze Kinder auf der Straße, sag ich mal. Mein erstes großes Idol im Kampfsport war wahrscheinlich Jackie Chan, wie von ganz vielen anderen auch. Und ich hatte auch die Ehre damals, da war ich in der 6. Klasse, da hatte Jackie Chan eine Filmpremiere. Ich wurde auserwählt, auf der Premiere eine Show zu machen mit 3 anderen Kids. Und wir haben so eine Karate-Show gemacht. Und ich erinnere mich noch, wie ich auf der Bühne stand und performt habe. Und in dem Moment kam Jackie Chan rein und ich habe ihn gesehen. Und ich war so glücklich, dass ich mitten auf der Bühne ihm einfach schon so zugewunken habe, obwohl wir noch in der Performance waren. Und das war für mich so eine Ehre. Ich war auch ein schüchternes Kind und durch den Kampfsport lernt man auch mehr aus sich rauszukommen. Man lernt mehr seine Emotionen zu verstehen, sich zu kontrollieren. Also dem Kampfsport habe ich eigentlich meine gesamte Persönlichkeit zu verdanken. Als ich dann 18 war, hatte ich die erste Anfrage, ob ich nicht zum Casting kommen will für einen Hollywood-Film als Stuntrolle. Und dann bin ich da hingegangen, ganz unverhofft, und habe dann die Rolle bekommen. Das war für mich eine super krasse Erfahrung. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, habe ich mir nach dem Film gedacht, ich mache es nie wieder. Ich war noch in der Schule, musste irgendwie noch für Klausuren lernen und gleichzeitig am Set irgendwie teilweise 16, 17 Stunden. Jeder Tag ist anders, je nachdem, wo ich gerade bin, bei welchem Projekt, was ich drehe, ob ich frei habe oder nicht. Aber was immer konstant ist, dass ich eigentlich fast täglich trainiere. Bei der Arbeit als Stuntfrau ist es natürlich auch nicht unüblich, dass man sich verletzen kann. Also ich habe mich schon öfter kleinere Verletzungen zugefügt, aber ich habe mir auch schon etwas größere Verletzungen, habe mir mal den Meniskus angerissen oder den Fuß gebrochen und solche Sachen. Aber die heilen dann und dann geht's weiter. Ich hatte tatsächlich gar keine Kontakte, die mir irgendwelche Tipps geben konnten oder irgendwie sagen konnten, da musst du dich melden, da musst du hin, da musst du dich anmelden. Ich habe alles selber recherchiert, alles. Immer geguckt, wo sind gerade Castings, welche Filme werden gerade gedreht, welche Schauspieler sind in welchen Filmen und habe dann geguckt, welche Schauspieler ich dubeln könnte. Wer ist da der Stunt-Coordinator? Alles klar. Habe meine Mappe zusammengestellt, mein Demo-Reel gedreht, Fotos gemacht, Headshots. Alles zum Stunt-Coordinator geschickt. Also als ich vor 10 Jahren angefangen habe, da gab es ganz wenig Schauspielerinnen, die ich hätte dubeln können. Es war schwer für mich, Jobs zu kriegen als Frau und dann noch als schwarze Frau. Das war so doppelt blöd eigentlich in dem Moment. Und dann war ich auch an so einem Punkt, wo ich auch verzweifelt war und dachte, ey, ich weiß nicht, wie das weitergeht und ob das für mich auch überhaupt eine Zukunft hat.
seit Black Panther ist es weltweit, hat sich das Filmbild verändert. Weltweit. Auf einmal ist in jedem Film, sind auf jeden Fall schwarze Leute repräsentiert, viele starke schwarze Rollen. Dadurch, dass ich so viel unterwegs bin, bin ich leider nicht viel zu Hause. Ich sehe nicht viel meine Familie, ich sehe nicht viel meine Freunde. Ich verpasse viele Hochzeiten, ich verpasse viele Geburtstage, ich verpasse Verlobungen. Meine Freunde hassen mich manchmal, dass ich nicht da bin. Und das ist aber dann leider so und das, ja, kann ich leider gerade nicht ändern. Marie and I met in Utah when we were both in high school, and she was my friend foreign exchange student with my aunt, so she was part of the family automatically. We connect on a lot of different levels, and I would definitely consider her like a sister. So she was always set on pursuing her dream, even if people doubted her career path, or even if, you know, she went through a lot of different seasons. She always stuck with pursuing her dream. The Black Panther movie was really instrumental in her career because it almost was a way for her to embody who she is to the core, which she's a, you know, a strong woman. She's a strong black woman. Seeing her behind the king, I was like, wow, this is crazy. I'm really, really proud of her. I'm never anywhere for a long time. I'm always a new job, a new people, a new group of contact. So having a good friend, best friend, like family, like Becky in my life is so, so important for me because they are always 100% real. I can be 100% myself. Manchmal kriege ich auch echt fast so eine Angstzustände, nicht Angstzustände, sondern Anxiety-Momente, wo man so kurz vor so einem Stressanfall steht, weiß gar nicht, wie man das beschreibt, wo man einfach innerlich so, so unruhig ist, weil das teilweise echt krass ist. Und das heißt, kannst du morgen bitte für 6 Monate nach sonst wohin fliegen? Und du denkst dir so, morgen? Was? Ich habe meine Techniken gelernt, um ruhig zu werden. Ich habe meine Meditationsübungen. Ich atme erstmal tief durch. Ich komme erstmal runter, bevor ich irgendwie reagiere. Und denke über vieles nach. Ja, momentan ist es so, dass ich extrem stolz auf mich selbst bin und manchmal echt mich so erwische, wie ich es gar nicht fassen kann, was ich gerade für ein Leben führe. Also genau das, was ich mir über die Jahre aufgebaut habe, was ich mir immer gewünscht habe.